Ja, grüß euch, liebe Berger Naturliebhaber. Ja, Bergfechsler ist seit langem wieder mal unterwegs mit Enk, gell? Und ich hab's euch ja beim Livestream gesagt, vor 4 Wochen, das Video verlinke ich rum und unten in der Infobox, dass ich ein bisschen wenig Zeit habe die nächsten Wochen. Und ja, heute bin ich wieder ein bisschen unterwegs. Ich hab einfach raus müssen ein wenig. Ich mache eine kleine Tour mit euch, nehme ich euch mit. Gell? Und zwar bin ich da am Rande der Wachau, bzw. im Kremstal, gell, unterwegs. Und ein Stück habe ich schon mitgenommen auf dem Weg, habt ihr gesehen. Und wo führt uns der Weg heute hin? Heute werden wir aufhören am Schanzriedel. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, da war ich echt noch nie oben. Und soll ganz ein recht ein wunderbarer Aussichtsgipfel sein über das Kremstal. Von einer Höhe von 508 Meter. Ist nicht der höchste, aber wie gesagt, die Zeit ist begrenzt bei mir momentan. Und ja, ein bisschen was geht dabei. Gell? Also, ich habe gesagt, wir tratschen gar nicht lang um. Und auf geht's. Und los geht's. Juhu! Ja, mittlerweile haben wir es, wenn wir auf die Uhr schauen, 13 Uhr. Ich wollte eigentlich ganz früh weggefahren, habe aber in der Nacht einen Migräneanfall gekriegt und bin deswegen auch nicht weggekommen, rechtzeitig. Jetzt habe ich mich wieder gefangen, so halbwegs, und jetzt geht's auch. Ah, herrlich. Ich freue mich irrsinnig, wieder mal draußen zu sein. War schon an der Zeit. Auch wenn es nicht so eine Gewalttour ist, aber die kommen auch noch. So, wir folgen ja immer der grün-weißen Markierung, und zwischen uns ist unser Popperkreuz. Wenn wir dort einmal drum sind, haben wir es schon geschafft. Da. So, da. Hopp. Ah, herrlich. Vogel zwitschern. Der Wald duftet. Thank you.
So, da sind wir jetzt bei den Hofmannkreuz. Ja, so weit bis zum Schanzriedelgipfel ist jetzt nicht mehr. Und ich habe noch gar nicht gesagt, was habe ich zum Schaffen ungefähr. So circa 7 Kilometer sind an der Strecke zum Schaffen. Und davon machst du ja, 200, 250 Höhenmeter. Halb so wild. So, aber jetzt nichts mehr rauf. Schauen wir, was an Leute da sind. Ein paar werden schon drum sein. Da steht er schon angeschrieben. Schanzriedel. So, man darf gespannt sein, weil der Schanzriedel ist ein bisschen ausgesetzt. Das heißt, man geht oben in eine kleine Schorten und muss dann 3 Meter circa, ich glaube, es ist sogar ein Seil da, ein Behelfsseil, aufsteigen. Bin schon gespannt. Ein Schanzriedel. So, jetzt geht's da die Schorten alle. So, da hinter mir ist jetzt das Seil rauf, gell? Und ich kann die Kamera nicht gleichzeitig halten und mich da raufgettern und raufhandeln. Und dann treffen wir sie am Gipfel. Oder vielleicht geht's doch. Ja, vielleicht geht's doch. Schauen wir. Vielleicht geht's doch. Ja, geht er. Geht schon. Bisschen verstehen. Ja, geht schon. Cool. Oder? Schanzriedel auf 508 Meter. Juhu! Cool.
So, jetzt bin ich schon wieder am Retourweg und ich will mir jetzt noch ein kleines Platz aussuchen, ein windstilles, und da will man noch einen guten Kaffeetschall machen, gutes Kaffeetschall machen. Und ja, ich weiß auch schon, wo ich ungefähr das machen werde, und ja, wir sehen uns gleich. So, jetzt warte ich noch ein wenig, bis das Wasser ins Kochen anfängt, dann kriege ich meinen guten Kaffee heute auch noch. Ich habe da, wie gesagt, ein schönes Platzl gefunden bei der Felswand, die ist aufgehitzt von der Sonne den ganzen Tag. Jetzt ist die Sonne schon weg und ja, kann man es recht aushalten. Man hat einen schönen Blick in die Voralpen, man sieht Stift Göttweig oben an den Bären, man sieht den Schneeberg, die Rax, die Veitsch, die Schneealm. Ja, herrlicher Ausblick. Ein Wahnsinn, ich hoffe, ich komme bald wieder mal in die Bergumme. In meinem Livestream, das habe ich eh schon mal gesagt, habe ich angekündigt, dass es jetzt ein bisschen stressig wird bei mir. Es ist nach wie vor noch ein wenig stressig und ich werde nach wie vor zu ein bisschen weniger Videos machen können. Aber nichtsdestotrotz, so eine kleine Tour zwischendurch wie jetzt, ja, die ist alle mal drinnen. Gell? Jetzt warte ich noch, bis das Wasser aufkocht, und dann genehmigen wir noch einen schönen Kaffee. Ja, mein Kaffeetschall ist mittlerweile fertig und ich werde ihn jetzt noch genießen mit diesem herrlichen Blick um in die Voralpen. Gell? Und ich werde mich bemühen, bald wieder eine Tour hochzuladen. Gell? In diesem Sinne, es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart mit dem Bergwechsel. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Fertig. Juhu!